So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ja, ihr merkt, ich kann mir das Grinsen schon nicht wirklich verkneifen. Das Video hier wird jetzt ganz speziell. Zum einen werde ich euch gleich mal erklären, was das hier gerade wirklich für ein Teil ist, denn ihr seid daran schuld, dass ich mir das überhaupt angeschafft habe. Zum anderen gibt es Neuigkeiten, die ich am Ende des Videos mit reinpacken werde, und sie betreffen mal wieder unseren Altmeister des Filmemachens und des Regiestuhls, Colin Trevorrow. Denn der Mann hat es jetzt auch wirklich geschafft, jeden zu verwirren. Er hat quasi etwas Neues im Kanon verändert, was dafür gesorgt hat, dass die offizielle Website von Jurassic World selber einfach nicht mehr auf den Original-Kanon klarkommt. Ist eine sehr lustige Story und ihr werdet euch einfach nur denken, Alter, warum macht der Mann das? Worum es dabei genau geht, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Kommen wir erstmal ganz kurz zu diesem netten Teil hier. Ich habe eine Abstimmung auf YouTube gemacht und euch dabei drei wichtige oder für mich sehr wichtige Fragen gestellt. Zum einen ging es eben darum, inwiefern ihr meine Videos wirklich konsumiert. Quasi, ob ihr nur den Ton hört oder eben auch das Ganze visuell mitverfolgt. Ihr habt abgestimmt und dabei kam raus, dass die meisten von euch das Video hier oder meine Videos auch visuell gucken. Bei Umfrage Nummer 2 habe ich euch die Frage gestellt, was euch bei einem Video auf YouTube generell wichtiger ist, der Ton oder eben das Bild. Hier haben die meisten ganz klar für Ton gestimmt. Kann ich nachvollziehen, geht mir aber auch ähnlich. Lustigerweise konsumiert ihr YouTube-Videos nahezu genauso wie ich. Neben dem Kochen, beim Saubermachen, nebenbei beim Zocken. Von daher macht der Ton eben sehr viel mehr Sinn. Und Frage Nummer 3 ging dann darum, ob ihr wirklich mein Gesicht permanent in den Videos sehen müsst. Ihr habt ja mitbekommen, ja, ich blende mich immer öfter in den Videos ein und reduziere dann quasi Bildmaterial, die ich für die eigentlichen Themen dann benutze. Und daraufhin habt ihr mir was ganz Interessantes geschrieben, nämlich, dass der Inhalt eigentlich wesentlich wichtiger ist. Ihr müsst mich nicht permanent während dem Video sehen. Es reicht beim Intro und eben aber auch beim Outro. Einfach für ein bisschen persönlicheres Gefühl. Aber während dem Video an sich findet ihr es wesentlich wichtiger, dass ihr den Inhalt oder eben auch das Material zum Inhalt gut präsentiert bekommt. Aus diesem Grund habe ich mir jetzt das Teil hier angeschafft. Dieses Ding ist quasi ein, naja, Schallreduzierer, quasi, weil der Raum hier dann doch relativ groß ist, habe ich versucht, hiermit den Schall zu optimieren. Das bedeutet, im Endeffekt werdet ihr jetzt alle meine Videos genau so präsentiert bekommen, wie ihr auch eben abgestimmt habt. Beim Intro und beim Outro werdet ihr mich sehen, und während ich das Video aber dann an sich vorstelle, habt ihr dann quasi folgenden Sound. Ich hoffe, dass der Ton jetzt hier einigermaßen gut rüberkommt, und mit dieser Tonqualität werden auch eben dann die zukünftigen Videos produziert und euch vorgetragen werden. Da das Ganze auch für mich jetzt eine relativ neue Geschichte ist und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert, brauche ich natürlich auch euer Feedback. Wie funktioniert das Ganze? Ich rede nicht von meinem Intro, was ich jetzt gerade mit euch bespreche, weil hier rede ich jetzt ja nicht ins Mikro selber rein, sondern immer noch zu euch. Wie ist der Ton während dem Video? Also wenn das Thema nach dem Intro quasi losgeht, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dieser Geschichte rund um Dr. Alan Grant und eigentlich auch der Dramaturgie, die hinter dieser Figur wirklich steckt. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Immer wieder schickt ihr mir Themen via Instagram oder auch in den Kommentaren unter alten Videos, und aktuell sind es eben auch sehr viele Was-wäre-wenn-Geschichten, was mich natürlich sehr freut, denn ich mache diese ganze Was-wäre-wenn-Nummer wirklich unfassbar gerne. Unter den ganzen Was-wäre-wenn-Szenarien allerdings kam auch immer wieder mal die Frage nach einzelnen Figuren auf, und gerade auch ein Dr. Alan Grant scheint viele von euch sehr zu interessieren. Also dachte ich mir, komm, wir schnappen uns einfach mal Dr. Alan Grant, quasi das Aushängeschild des Jurassic Park, denn seien wir mal ganz ehrlich, Alan Grant ist zwar nur in 3 Filmen offiziell mit dabei, ich meine in Jurassic Park 1 aus 1993, in Jurassic Park 3 und eben auch in Jurassic World Dominion. Allerdings ist doch Grant mit seinem Hut und seiner blauen Weste irgendwie so das Markenzeichen neben dem T-Rex der gesamten Jurassic-Reihe. Und ja, genau diese Figur habe ich mir jetzt mal geschnappt und habe da ein bisschen nachrecherchiert, was wir alles über Dr. Alan Grant herausfinden können. Ebenfalls werde ich hier Brücken ziehen zwischen Jurassic Park 1, Jurassic Park 3 und aber auch Jurassic World Dominion, und wir werden zu einem sehr dramatischen Ende kommen, beziehungsweise zu einem sehr dramatischen Leben des Dr. Alan Grant. Ich werde hierbei versuchen, lediglich auf den Filmkanon einzugehen, komme aber dabei nicht drum herum, mir hier und da auch ein, zwei Daten aus den Büchern rauszuziehen, zum Beispiel eben das Alter von Dr. Alan Grant und eben auch das Geburtsdatum, obwohl das zweite gar nicht mal so wichtig ist. Aber Dr. Alan Grant ist in den Filmen um die 40 Jahre alt. Warum sage ich jetzt hier um die 40 Jahre alt? Weil Steven Spielberg
in einem Interview erwähnt hat, dass Alan Grant ungefähr das Alter, das Alan Grant aus dem Buch haben sollte. Ja, das mag man jetzt hier irgendwie nicht glauben, weil Grant ja im Buch wesentlich älter und wesentlich bärtiger beschrieben ist als jetzt hier in den Filmen. Aber tatsächlich soll Alan Grant im Film ein ähnliches Alter besitzen, wie eben auch im Buch. Im Roman wird er als 40-jähriger Paläontologe beschrieben und ja, von daher kann man eben auch davon ausgehen, dass er um die 40 Jahre alt auch in den Filmen sein soll. Ebenfalls geht man davon aus, dass Dr. Alan Grant irgendwann zwischen 1949 und 1950 geboren wurde. Ja, für diejenigen von euch, die mich auch schon gefragt haben, Tobi, warum hast du in deiner Timeline eigentlich damals nie Dr. Alan Grants Geburt erwähnt? Ganz einfach, man weiß nicht genau, wann er wirklich geboren wurde, aber das ist so ungefähr der Zeitraum. Das Ganze spielt jetzt für das Video auch eher weniger eine Rolle, also das Alter wird nochmal wichtig werden, allerdings der Geburtstag von Dr. Alan Grant ist eben so ein kleiner Side-Fact, den ich euch jetzt noch mit auf den Weg geben möchte. Wir lernen Dr. Alan Grant zusammen mit Dr. Ellie Sattler kennen und ja, die beiden, die haben schon so eine relativ gute Chemie miteinander und die beiden sollen auch ein Paar darstellen. Das erfahren wir sowohl im Film, den wir so im Kino gesehen haben oder eben auch auf DVD, Blu-ray oder was auch immer zu Hause gucken können. Denn hier fragt Ian Malcolm mal an Dr. Alan Grant gewandt, sind sie beide eigentlich, und er will damit eben auf eine Beziehung anspielen, weil er eben gerade ja selber kurz gesagt hat, dass er Ellie Sattler nicht unattraktiv findet, und Alan Grant erwidert dann daraufhin, ja, also das soll eben darauf hinweisen, die beiden sind ein Paar. Ebenfalls gab es eine Szene, die aber dann später aus dem Film gelöscht wurde, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ich habe die mal alle gelöschten Szenen aus dem ersten Jurassic Park Film hier oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. In dieser Szene hätten wir sehen sollen, wie Alan Grant und Ellie Sattler sich eben einfach küssen, nachdem sie das Gespräch über das Baby haben. Die Szene wurde allerdings herausgeschnitten, weil das für Steven Spielberg zu kitschig geworden wäre und naja, diese ganze Beziehungsnummer im Film eher einen dezenteren Platz einnehmen sollte. Irgendwie kann ich das nachvollziehen, ja, weil das kam wesentlich organischer rüber so. Ich meine, natürlich küssen sich Pärchen auch mal, das haben die beiden jetzt im Film eigentlich nie gemacht, aber trotz allem kann ich Spielbergs Entscheidung dabei nachvollziehen. Also zwischen Ellie Sattler und Alan Grant ist definitiv was gelaufen. Ob die jetzt wirklich ein festes Paar waren oder ob sie da noch nicht wirklich drüber gesprochen haben, darüber lässt sich immer noch streiten. Aber es war auf jeden Fall ein Interesse der beiden Figuren auf gegenseitiger Ebene da gewesen. Ellie Sattler spricht Alan Grant ebenfalls im allerersten Jurassic Park Film auf das Thema Kinder an und sagt, dass Kinder eigentlich was Wundervolles sind, während dann Alan Grant dann eher mürrisch sagt, naja, Kinder kosten viel Geld und stinken, was einen sehr charmanten Touch an Humor in diese eigentlich ein bisschen grumpige Figur reinbringt. Mir hat das damals sehr gut gefallen und ich fand es auch wirklich sehr witzig, und man bekommt auf jeden Fall mit, dass Ellie Sattler schon sehr auf dem Familientrip ist. Sie versucht auch Grant sehr davon zu überzeugen, wie schön es ist, Kinder zu haben, wie schön es ist, eine Familie zu haben, und das wird ja auch nochmal wichtig für den späteren Verlauf des Films. Denn während Alan Grant am Anfang von Jurassic Park 1 noch ganz viele Argumente herausbuddelt wegen Paläontologe, versteht ihr? Während Alan Grant hier noch ganz viele Kommentare herausbuddelt, die gegen Kinder sprechen, wird er am Ende eines Besseren belehrt. So viel ist zumindest die Charakterisierung oder eben die Charakterentwicklung im Film Jurassic Park 1, und das macht Steven Spielberg nahezu perfekt. Denn die Enkelkinder von dem Milliardär und Jurassic Park Gründer John Hammond sind ebenfalls auf der Insel, wo der Jurassic Park erbaut wurde, und beide treffen letztendlich auch auf einen Dr. Alan Grant und werden aufgrund des Zwischenfalls mit dem T-Rex, auch liebevoll genannt Rexy, werden gerade die beiden Kinder mit Dr. Alan Grant zusammen in die Geschichte geworfen. Alan Grant, der Mann, der mit Kindern eigentlich nicht wirklich viel anfangen kann. Ich meine, wir sehen auch am Anfang von Jurassic Park 1, wie er mit dem einen Kind umgeht, das irgendwie respektlos über Velociraptoren spricht, und ja, diese ganze Abneigung gegenüber Kindern merkt man Grant permanent an. Auch als Tim ihn die ganze Zeit draufschwätzt und eben sagt, ich habe übrigens ihr Buch gelesen und bla bla bla, ist Grant mehr genervt, und Ellie treibt dann aber Lex mit in das Fahrzeug mit Dr. Alan Grant und grinst ihn dann auch noch an, während Alan Grant einfach nur so nickt und er versteht, okay, Ellie will ihn dann doch so ein bisschen in die Richtung Kinder treiben, was einfach nur zeigt, dass Ellie es mit Alan eigentlich wesentlich ernster zu meinen scheint, als es wirklich im Endeffekt rüberkommt. Man kann das Ganze aufdringlich nennen, aber ich finde es dann doch irgendwie süß, dass Ellie, naja, Alan damit so ein Zeichen geben möchte, ey, also ich wäre bereit für diesen Schritt, du nicht auch, und warum nicht, oder wenn du soweit wärst, wäre das doch sehr cool. Ellie legt es also dann doch darauf an, Grant, naja, ein bisschen näher an die Thematik Kinder heranzubringen, und genau mit diesen beiden Kindern muss Alan Grant dann auch später fast den gesamten restlichen Film überleben. Wir bekommen eine sehr schöne Szene ganz zum Schluss des Films, denn
Alan Grant, Tim und Lex nähern sich auch so ein bisschen an und Grant merkt, ey, Kinder sind doch gar nicht so verkehrt. Ganz zum Schluss vom Film sitzen dann Lex und Tim links und rechts von Alan und schlafen beide auf seinen Schultern ein und Ellie lächelt ihn einfach nur an. Übrigens eine perfekte Bildsprache eines Steven Spielberg, ohne etwas dazu zu sagen. Show, don't tell, das ist hier perfekt umgesetzt worden. Wir sehen einfach, dass Alan Grant sich scheinbar komplett gewandelt hat. Er lächelt Ellie einfach nur zurück an und die beiden fliegen in den Sonnenuntergang oder eben Sonnenaufgang. Ich meine, es war ein Sonnenuntergang. Ist auch für die Geschichte vollkommen egal. Auf jeden Fall ist das das perfekte romantische Ende. Und die beiden scheinen sich nun also, naja, an einem gemeinsamen Nenner gefunden zu haben. Abseits davon, dass sie eben die Dino-Apokalypse auf der Insel überlebt haben, scheinen sie nun auch eine Einigung gefunden zu haben, was Kinder angeht. Was waren wir alle heiß drauf, in Jurassic Park 3 zu sehen, wie es mit Ellie und Alan weitergeht. Und wir sehen dann auch wirklich Dr. Alan Grant mit einem Kind im Sandkasten spielen, wie Grant natürlich, wie für ein Paläontologen übrig, dem kleinen Charlie erzählen muss, dass Pflanzenfresser eigentlich gar nicht die Bösen sind und Fleischfresser ja eigentlich diejenigen sind, die permanent für Ärger sorgen. Kleiner Funfact nebenbei, in Jurassic World Evolution 2 ist das eine ganz andere Geschichte. Hier sind immer die Pflanzenfresser die Arschlöcher. Die Kamera schwenkt weiter zurück und wir sehen Ellie mit noch einem Kind auf den Armen und sie nähert sich eben Alan und was waren wir damals gehypt? Wir dachten uns, geil. Alan Grant hat also das Familienleben bekommen, was er eigentlich nie wollte, was aber dennoch verdient hat. Und auch Ellie hat ihre Familie bekommen, die beiden sind noch zusammen. Alan Grant ist sowas wie der beste Freund von Ellie, der aber scheint nicht allzu häufig zu Besuch kommt. Und wenn er mal da ist, dann labert er eigentlich auch die ganze Zeit nur von Paläontologie und von seiner Arbeit. Und Ellie ist jetzt mit Mark zusammen. Und Mark kennen wir einfach gar nicht. Und Mark lernen wir auch nicht kennen, weil der einfach nur da ist, um... Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, das so aufzulösen. Es war schon ein kleiner Kulturschock gewesen im Endeffekt. Erzählt aber trotz allem eine unfassbare Dramaturgie im Leben eines Dr. Alan Grant. Schauen wir uns einfach mal den später auftauchenden und zu Recht hämisch belächelnden Auftritt des sprechenden Velociraptors an. In Alan Grants Traum taucht ein Velociraptor auf, der einfach mal Alan sagt. Und ja, das ist quasi eine Auflösung der Szene, die wir kurz zuvor gesehen haben, welcher Dr. Alan Grant zum Papagei Charlie sagt, ist mein Name Alan. Der Papagei aber nicht schlau genug ist, um zu antworten. Alan Grant nun aber davon träumt, dass ein Velociraptor so intelligent geworden ist, dass er Dr. Alan Grants Namen rufen kann. Die Szene verrät uns allerdings noch ein bisschen mehr über Dr. Alan Grant. Nämlich, wenn wir uns das Aussehen des Velociraptors mal genauer anschauen. Ja, in Jurassic Park 3 haben die Velociraptoren ein komplett anderes Design als in allen anderen Filmen. Das ist ja offiziell Kanon, dass das mit dem Amalgam Testing zusammenhängt. Das heißt, die Raptoren aus Jurassic Park 3 wurden noch künstlicher erschaffen, da sie mit anderer DNS von anderen Dinosauriern nochmal zusammen komplementiert wurden. Quasi die Vorstufe von Hybriden. Über das Amalgam Testing habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir mal da oben verlinkt. Resultate aus diesem Amalgam Testing waren der Spinosaurus und eben diese Velociraptoren. Alan Grant dürfte aber eigentlich gar nicht wissen, wie diese Velociraptoren aussehen, denn die wurden erst zwischen Jurassic Park 2, also The Lost World, und Jurassic Park 3 geschaffen. Wie konnte ein Grant also dann von der Variante eines Velociraptors träumen, wenn er doch eigentlich gar nicht wissen können dürfte, wie die aussehen, da sie ja zum Zeitpunkt, als Grant selber auf der Insel gewesen ist, noch ganz anders ausgesehen haben. Hierzu gibt es einen relativ plausiblen Grund, darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten und mehr oder weniger lustig gemacht in einem anderen Video, was ich dir mal unten in der Beschreibung verlinkt habe. Wenn wir die ganze Situation aber mal genauer analysieren, ist das gar nicht mal so weit hergeholt, dass Dr. Alan Grant seit den Ereignissen von Jurassic Park 1 noch viel eingenommener von Velociraptoren gewesen ist als schon davor. Im offiziellen Kanon auf der Jurassic World Website können wir ebenfalls entnehmen, dass Dr. Alan Grant in den Filmen ein Fachmann in Sachen Velociraptoren ist und sogar einer der ersten Paläontologen gewesen ist, der Velociraptoren mit Vögeln verglichen hat. Das heißt, Grant war auch schon vor seinem Besuch auf der Isla Nublar von Velociraptoren nahezu besessen. Der Vorfall im Jurassic Park sollte das Ganze aber nochmal getoppt haben und das könnte dazu geführt haben, dass Alan Grant nahezu eine krankhafte Anziehung zu diesen Tieren gespürt hat. Denn auch Jurassic Park 3 oder in Jurassic Park 3 sehen wir, dass Dr. Alan Grant immer noch an Velociraptoren forscht. Könnte Grant also dermaßen besessen von diesen Tieren gewesen sein, dass er irgendwie von Anlage B erfahren hatte, also von der Isla Sorna, und irgendwie an Informationen gekommen ist, die ihm eben gezeigt haben, wie die Velociraptoren auf dieser Insel zum Teil immer noch aussehen. Dass Grant von dem Amalgam Testing gewusst hat, davon will ich jetzt gar nicht mal ausgehen, weil das wussten ja wirklich die wenigsten. Aber irgendwie wird Grant an
Informationen über die Sorna gekommen sein müssen, um von genau diesem Velociraptor träumen zu können. Aus rein filmischer Sicht kann man natürlich sagen, Tobi, das war alles nie so geplant. Wir versuchen das Ganze aber mal so logisch wie irgendwie möglich zu hinterfragen. Der Grund, warum Alan Grant von so einem Velociraptor träumen konnte, kann nur der sein, dass Alan Grant bereits wusste, dass diese Art von Velociraptoren auf der Insel ist. Möglicherweise könnte das auch was mit Mark zu tun haben. Ich meine, der Zeitpunkt zwischen dem Kennenlernen von Alan Grant und Mark und eben dem Abflug auf die Isla Sorna könnte ja noch ein paar Monate verstrichen haben oder in der Zeit könnten noch ein paar Monate verstrichen sein. Wir wissen ja, dass Mark irgendwie für die Regierung arbeitet und dann später auch dafür sorgt, dass eben das Militär oder eben die Navy auf die Insel kommt. Möglicherweise könnte Grant einen relativ guten Kontakt zu Mark haben, was uns in Jurassic World Dominion auch erklären würde, warum er nochmal nach Mark fragt. Vielleicht nicht nur, um herauszufinden, ob Ellie noch mit ihm zusammen ist. Vielleicht kennen die beiden sich doch minimal besser, als wir das aus dem Film entnehmen können. Und Mark hat Grant aus Expertisengründen, warum auch immer, von dieser Art von Velociraptoren erzählt. Irgendwie müsste Grant allerdings an die Information gekommen sein, dass diese Variante, dieses Design in Anführungszeichen der Velociraptoren auf der Insel existieren. Diese Besessenheit der Tiere, die allerdings auch schon bevor er Mark kennengelernt schon existiert hat, wird höchstwahrscheinlich auch der Grund dafür gewesen sein, dass Ellie Sattler und Alan Grant eben nicht das glückliche Beziehungsleben geführt haben, was wir uns doch alle für beide erhofft hatten. Ich meine, wenn wir uns das Ganze mal genauer anschauen, hat Ellie Sattler eine wirkliche Wandlung durchgemacht. Sie hat nicht nur ihr Hauptfach geändert im Laufe der Geschichte bis hin zu Jurassic World Dominion, nein, auch von ihrer ganzen Art her, von ihrer Person her, ist sie eine komplett andere Figur geworden. Colin Trevorrow hat sich zwar dazu entschieden, dass alles an ihr anders ist, außer halt die Kleidung, die hat sie immer noch an, nach Jahren hinweg in Jurassic World Dominion, aber an sich hat sich diese Frau wirklich über die Jahre hinweg verändert. Während Dr. Alan Grant, naja, Grant ist in Jurassic World Dominion derselbe Mann wie in Jurassic Park. Jurassic World Dominion spielt im Jahr 2022, während Jurassic Park 1 im Jahr 1993 spielt. Also da muss man wirklich sagen, dass hier auf jeden Fall mehr hinter der Figur Alan Grant steckt, wenn man da mal genauer drauf schaut. Alan Grant scheint mit seiner schon fast paranoiden Wahnvorstellung von Velociraptoren seine gesamte Beziehung und damit auch sein Leben in den Sand gesetzt zu haben. Ich meine, Dr. Ian Malcolm spricht Alan Grant sogar in Jurassic World Dominion nochmal auf das Thema Kinder und Familie an und wir sehen, dass Grant, naja, er ist nicht gerade begeistert von dieser Frage, logischerweise, also auch er hat sich darüber bereits Gedanken gemacht und scheint nicht allzu glücklich durchs Leben marschiert zu sein. Ebenfalls auch die Frage, ob Ellie Sattler um 11 Uhr morgens ein Bier trinken will, scheint, dass Grant sich, naja, vielleicht ein bisschen mit dem Leben so arrangiert hat. Alles bleibt so, wie es ist. Ich ziehe mein Ding eben einfach bis zum Schluss durch. Und ich will nicht sagen, dass Grant aufgegeben hat, aber es kommt schon so ein bisschen rüber. Wenn wir uns auch mal einen Dr. Ian Malcolm anschauen, so dumm die Geschichte auch ist, dass Ian Malcolm für Biosyn arbeitet. Das hätte der Ian Malcolm aus Jurassic Park 2 niemals gemacht. Aber auch der hat eben eine Riesenentwicklung hinter sich. Der einzige dieses Trios, der wirklich stehen geblieben ist, ist ein Dr. Alan Grant, der es dann natürlich schafft, am Ende von Jurassic World Dominion seine Liebe für sich zu gewinnen, da Mark sie ja verlassen hat oder da sie Mark verlassen hat. Allerdings schafft er es dann erst, das Leben zu bekommen, was wir ihm alle gewünscht haben, was er sich unterbewusst sehr wahrscheinlich auch gewünscht hat, als er um die 70 Jahre alt ist. Das ist das angebliche Happy End eines Dr. Alan Grant. Das Video sollte ursprünglich gar nicht so eine Dramaturgie aufwerfen. Als ich dann aber angefangen habe, mir bestimmte Notizen und auch Recherchen über Dr. Alan Grant zu machen, ist mir eben aber einfach aufgefallen, dass das Leben dann doch sehr dramatisch ist. Dr. Alan Grant beginnt damit, mit Ellie Sattler zusammen in der Paläontologie zu arbeiten. Ein John Hammond taucht auf, bietet den beiden anscheinend gutes Geld an, um die Ausgrabung zu finanzieren. Beide freuen sich. Ein Alan Grant schafft es am Ende von Jurassic Park 1, seine Abneigung gegenüber Kinder in den Griff zu bekommen. Beide lächeln sich an. Sie fliegen quasi in eine rosige Zukunft. Dann bekommen wir einen Riesencut. Wir sehen, dass Alan Grant in Jurassic Park 3 eben nicht der Mann von Ellie Sattler ist, dass er eben nicht der Vater der Kinder von Ellie Sattler ist, da er scheinbar aufgrund von Traumata, die er im Jurassic Park erlitten hat, das Ganze nicht aufrechterhalten konnte. Er war zu fasziniert von den Dinosauriern, er war zu gefesselt in dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Erst in Jurassic World Dominion kam dann wieder die Chance auf, das Leben, was er damals hätte führen können, irgendwie zu sich zurückzuholen, aber auch hier kann man Dr. Alan Grant sehr lustlos erleben, oftmals, weil es auch einfach am Schauspiel von Sam Neill liegen kann, der ja scheinbar auch nicht so angetan gewesen ist vom Drehbuch von Colin Trevorrow, wenn man sich die ein oder andere Aussage von Sam Neill da so ein bisschen
ja, zu Herzen nimmt. Allerdings ist ein Dr. Alan Grant für mich definitiv die tragischste Figur der gesamten Jurassic-Reihe. Natürlich bist jetzt wie immer auch du gefragt, wie ist deine Meinung zu der ganzen Nummer? Siehst du das ähnlich wie ich? Verstehst du die Dramaturgie hinter einem Dr. Alan Grant? Oder sagst du, ah, Tobi, da hast du vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert? Des Weiteren bin ich sehr gespannt auf dein Feedback, was dieses Mikrofongestell Zeug hier eben angeht, die gesamte Apparatur. Hat das ein bisschen was gebracht? Meinst du, dass der Sound damit nochmal ein bisschen optimierter wurde? Schreib mir auf jeden Fall alles in die Kommentare unten rein. Ich versuche nach wie vor immer die Videos noch ein bisschen an Qualität anzuheben und ich glaube, dass ich hiermit einiges richtig gemacht habe. Trotz allem werde ich jetzt nochmal ganz kurz hier vor die Kamera treten. Ich habe euch ja versprochen, dass hier noch ein kleines Special am Ende kommen wird, was unseren allerliebsten Lieblingsregisseur Colin Trevorrow betrifft. Denn der hat sich mal wieder in den Jurassic-Kanon eingeschlichen, hat etwas genommen und es einfach verändert. Und diesmal weiß aber auch keine Sau warum. Erinnert ihr euch noch an die ganze Mosasaurus und Lagoon-Geschichte? Falls nicht, ich helfe euch gerade nochmal auf die Sprünge. In Jurassic World 1 sehen wir ja die Lagune mit dem Mosasaurus in der Mitte der Insel, also in der Mitte auf der Insel, mitten im Jurassic World Park eben. Wir sehen, wie die Kamera über die Insel drüber schwenkt und wir können definitiv sagen, dass hier kein Zugang vom Lagunengehege des Mosasaurus ins offene Meer ist. Colin Trevorrow wollte allerdings das Tier unbedingt in Jurassic World Dominion mit einbauen und musste irgendwie einen Weg finden, den Mosasaurus ins offene Meer zu bringen, was er später halt auch einfach nie genutzt hat und deswegen macht der folgende Retcon noch viel weniger Sinn. Colin Trevorrow hat einfach beschlossen, dass sobald ihr Jurassic World geguckt habt, der Kanon von Jurassic World geretconnt wird und sobald ihr dann eben mit Fallen Kingdom weitermacht, gibt es einen neuen offiziellen Kanon. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber auf jeden Fall ist die gesamte Insellage ab Jurassic World 2 eben einfach eine andere. Der Park befindet sich wesentlich weiter außerhalb der gesamten der Insel, also quasi näher zum offenen Meer, damit der Mosasaurus eben ins offene Meer schwimmen konnte. Und nein, hier kann man nicht sagen, aber Tobi, das ist vielleicht einfach ein anderes Gehege. Falsch. Denn wir sehen ja, wie der Mosasaurus den Dominus Rex ins Gehege runterzieht, in die Lagune runterzieht, die definitiv geschlossen ist in Jurassic World 1. Und ja, in Jurassic World 2 sehen wir auch, wie eine Gruppe von Leuten das Skelett des Indominus Rex ja wieder bergen kann, im selben Gehege, und eben herausbringt, beziehungsweise DNS und kleine Knochenstücke wieder herausbringt. Das hier ist dasselbe Gehege wie das hier, nur ist das Gehege an einem anderen Platz wie das hier. Und das war der erste Vorfall, wo man sich gedacht hat, Colin Trevorrow, Mann, warum? Folgendes ist jetzt passiert. Erst vor kurzem gab es eine Abstimmung auf der offiziellen Jurassic Park und eben Jurassic World YouTube-Website, bei welcher es darum ging, wann denn der Indominus Rex wirklich geboren wurde. Und ich gebe euch jetzt mal hier zwei Antworten, vielleicht kommt ihr selber drauf. In welchem Jahr wurde der Indominus Rex gezüchtet? Ist es A, 2009 oder ist es B, 2012? Ihr könnt selber entscheiden, was jetzt die richtige Antwort ist. Und tatsächlich ist einfach mal beides richtig. Hä? Ja. Die offizielle Jurassic Park Website und eben auch der YouTube-Kanal hat eigentlich angegeben, dass 2009 das offizielle Erschaffungsjahr des Indominus Rex hätte sein sollen. Das wurde allerdings kurz danach wieder gekippt, denn Colin Trevorrow hat sich einfach gedacht, nee, wir verändern jetzt einfach mal die Geburtszahl des Indominus Rex. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass Colin Trevorrow diesen Fakt noch einmal neu geretconnt hat. Und das Geile daran ist, es gibt einfach keinen Grund dafür. Es ist nirgendwo beschrieben, warum der Mann das jetzt getan hat. Also jetzt mal ganz ehrlich, die ganze Nummer mit dem Mosasaurus war schon bescheuert, aber da gibt es immerhin einen Grund, den man vielleicht nachvollziehen kann. Er wollte das Tier ins offene Meer bringen, er hat später nichts mehr draus gemacht, aber das ist so der Grund, warum er das gemacht hat. Hier, ey, keine Ahnung. Einfach irgendwas geändert und ich frage mich langsam wirklich, warum darf der Mann eigentlich immer noch in den Jurassic-Kanon eingreifen, wenn wir doch inzwischen offiziell wissen, dass er die Fortsetzungen zu Jurassic World Dominion nicht weiter leiten wird. Das ist ein bisschen komisch, wo ich mir halt denke, ist doch jetzt mal gut, nehmt dem Mann doch vielleicht einfach mal so ein bisschen das Jurassic-Zepter, weil warum darf er Sachen in den Kanon streichen oder wieder rausnehmen? Und ich kann euch jetzt schon versprechen, wie das in Zukunft ablaufen wird, die ganze Nummer. Sobald wir einen neuen Regisseur oder eine Regisseurin gefunden haben, Theorien sagen immer noch, dass Bryce Dallas Howard eventuell das Jurassic Universe aufbauen sollte, was mich sehr freuen würde. Wenn das so kommen sollte, wird
die nachfolgende Person definitiv alles, was Colin Trevorrow jetzt Kanon gemacht hat, geretconnt hat und generell im Universum von Jurassic verkackt hat, wieder rückgängig machen müssen. Das kann wirklich... Ey, ich hoffe, die kriegen das irgendwie geschissen. Natürlich musst du mir jetzt auch dazu deine Meinung in die Kommentare schreiben. Im Endeffekt kann man irgendwie drüber lachen und sich einfach nur denken, Alter, hör doch einfach mal auf damit. Aber irgendwie kann er es nicht lassen. Das ist wie so ein Drang, irgendwas zu verändern. Und ich habe echt keine Ahnung, wieso. Weil er nichts mehr mit diesem Franchise zu tun hat. Vollkommen Wurst, egal. Ich bin raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.